Weißt du genau, dass wir nur 700 Meilen von Luti Mays Haus weg sind? Erzähl mir nicht, dass du schon Heimweh hast. Nein, das soll wohl ein Witz sein. Ich würde mir wünschen, dass unsere Flitterwochen ein Jahr dauern. Wir hätten nichts zu tun und würden über nichts nachdenken müssen. Konnte er sich denn wirklich keinen anderen Ort auf der Welt aussuchen? Für seine Besprechung mit Yukio Tanoshi. Ich würde zu gern wissen, was die zwei auskochen. Von wem redest du überhaupt? Von unserem Freund Michael Tyrone und dem japanischen Bauunternehmer Tanoshi. Na, großartig. Hätten wir doch bloß die Kreuzfahrt nach Pago Pago gemacht. Wie ich ihn kenne, wäre er da auch aufgetaucht. Sam, das ist ein reiner Zufall, dass er hier ist. Ich weiß. Tyrone hat in jedem Hafen ein Geschäft laufen. Vergiss ihn doch mal. Wir sind aus Toho weggefahren, um das alles hinter uns zu lassen. Und es sind unsere Flitterwochen, weißt du das noch? Du, das ist nicht so einfach. Hier ist nämlich Michael Tyrone und der arme Elmo steht zu Hause mit dem Rücken an der Wand. Du hast doch Elmo auf Kaution rausgeholt. Field will seine Verteidigung übernehmen und wir können erst was unternehmen, wenn wir wieder zurück sind. Ich würde zu gern wissen, was die beiden vorhaben. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Hey, Lane, warte doch! Ich hatte angenommen, der Zweck dieses Treffens ist, dass wir als Unternehmer unsere Ideen austauschen. Die Ironie liegt darin, dass Geschäftsleute, wenn sie sich treffen, oft nur wenig Zeit haben. Außerdem kann ich mit Ihrer Idee, Traktoren zu exportieren, nicht viel anfangen. Dann könnte ich mich ja möglicherweise an einem Ihrer Projekte beteiligen. In Florida soll doch immer die Sonne scheinen. Damit rechne ich fest. Vielleicht erweisen Sie mir die Ehre, heute Abend mit mir zu essen. Ich bin sehr interessiert daran, etwas über Ihr Spielerparadies in Truro zu erfahren. Ich hätte wissen müssen, dass sich die Gerüchte auch über den Pazifik verbreiten. Wenn Männer wie Sie und Paul Van Zandt in ein solches Vorhaben investieren, spricht sich das schon rum. Bedauerlicherweise sind alle Hotels schon vergeben. Darüber bin ich mir im Klaren. Lassen Sie es mich so sagen. Sie nehmen das Fleisch und ich nehme die Kartoffeln. Einkaufszentren, Apartmentanlagen. Das Glücksspiel wird das finanzielle Erscheinungsbild von Florida verändern. Und ich will dazugehören. Es tut mir leid, Tanoshi, aber Truro ist mein persönliches Spielzeug. Und mir tut es leid, dass Sie darüber nicht großzügiger denken. Ich werde heute Abend in Tallahassee sein. Dann erfinde irgendeine Ausrede. Ich will nicht, dass Field uns zusammen sieht. Genau. Wiedersehen. Titus, ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir erwarten. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Wir haben Field nicht mehr unter Kontrolle. Er ist nur der Ansicht, dass die Verteidigung von Elmo ihm viel Publicity einbringen wird. Solche Publicity wird ihn eines Tages noch wegpusten. Na, betrachten Sie das doch mal von der positiven Seite. Schließlich wollten Sie doch, dass Field Daddy die Fabrik wieder überlässt. Dadurch wird er es einfach müssen. Er wird so viel anderes am Hals haben. Aber das ist doch kein Trost. Er hat das Schlachtfeld abgesteckt. Er wird seinen Mund aufmachen. Danke sehr. Sie sind doch früher mit ihm fertig geworden. Ja, aber nur, weil ich jeden Schritt von ihm im Voraus wusste. Titus, ich kann Ihnen nicht helfen. Was ist mit diesem kubanischen Freund von Ihnen, Julio Sanchez? Was soll mit ihm sein? Er arbeitet doch für ihn, oder nicht? Wahrscheinlich weiß er mehr über Field als Sie und ich zusammen. Das wäre möglich. Und wenn Sie ihn nun bitten würden, uns einen Gefallen zu tun? Er soll Ihnen einen Gefallen tun? Wo Sie versucht haben, ihn ins Gefängnis zu bringen? Er wird Ihnen den Gefallen tun. Er sitzt direkt an der Quelle. Von ihm kriegen wir alle Informationen, die wir brauchen. Was habe ich eigentlich von der ganzen Sache? Wissen Sie, ich war immer der Ansicht, dass Sie und ich einfach ein prächtiges, großartiges Team sind. Es wäre doch wirklich schön, wenn wir wieder mal die Oberhand bekämen, nicht? Ich sag Ihnen was, Titus. Ich werde darüber nachdenken. Sie werden wissen, was zu tun ist. Ich habe uns alles mitgebracht. Ein Brot... Ein paar Möhren, Hühnchen. Also ich dachte mir, wenn ich wiederkomme, dann mache ich uns ein schönes Abendessen. Und dann machen wir es uns gemütlich. Magst du Würstchen? Das ist sehr lieb von dir. Und? Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Nein.
Es ist nur so, ich arbeite hier, schlafe hier und ich esse auch meistens hier. Manchmal denke ich, dass unsere Welt nur 4 Wände hat. Ah ja. Also gut, ich rufe in Baileys an. Damit uns die halbe Stadt zusammensieht? Sandy, du bist Reporterin und ich Politiker. Das ist doch ganz einfach. Aber viel, diese Ausrede gilt nicht für immer. Ich mache mir Sorgen um dich. Wenn Constance rauskriegt, dass wir uns sehen, verlässt sie dich vielleicht. Auf keinen Fall. Niemals. Du bist verrückt, weißt du das? Ja. Das weiß ich. Er hat bestimmt eine Freundin, da bin ich sicher. Er verbringt so viel Zeit in Tallahassee. Da ist es doch ganz offensichtlich, dass jemand dort sein Interesse geweckt hat. Ich habe davon nichts gemerkt. Vielleicht lügst du nur, weil du ihn beschützen willst. Mag sein, dass ich mich irre. Oder vielleicht hast du nur nicht richtig hingesehen. Ich bin nicht dazu da, ihm nachzuspionieren. Wenn ich nur mit Sicherheit wüsste, dass es eine andere gibt. Warum? Was würdest du dann tun? Ach, das würde ja auch nichts ändern. Ich werde es wahrscheinlich nie mit Sicherheit wissen. Nein, was wäre denn wenn? Wenn ich's wüsste, dann würde das alles ändern. Vielen Dank, Mary. Naja, ich werde noch etwas Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen. Denk immer daran, dass alles auf deinem Teller wie bei einer Uhr liegt. Ich weiß, die Erbsen liegen auf 2 und das Fleisch auf 6 und die Kartoffeln auf 10. Du hast deine Kartoffeln nur schon alle aufgegessen. Skipper, soll ich dir helfen, das Steak zu schneiden? Nein, nein, danke sehr. Ich glaube, dass ich das besser selber mache. So ist es richtig. Der Junge muss selbstständig werden. Nicht, Junge? Ich bin nicht taub, Dad. Hat sich Alicia nicht gemeldet? Nein, Schatz. Das ist verständlich. Ich kann ihr wohl keinen Vorwurf machen. Hat sie nicht letzte Woche angerufen? Nein, da irrst du dich. Das hat sie nicht. Ach, so Mist. Ach, das macht doch nichts. Das lässt sich doch schnell wieder aufwischen. So, schon erledigt. Skipper, ich habe heute Morgen mit einem Arzt gesprochen. Er hat mir die Namen von 3 hervorragenden Therapeuten gegeben, mit denen du arbeiten kannst. Dafür ist es noch viel zu früh. Constance, bitte hilf mir wieder auf mein Zimmer. Ja, natürlich. Oh nein, nein, ich werde dir helfen, nein, Skipper. Das mache ich schon, Mama. Ich werde ihm helfen. Also, komm, wir gehen, bitte, Skipper. Bitte, bitte sei vorsichtig. Das bin ich schon, Mama, so hier entlang. Warum versuchst du, Alicia von ihm fernzuhalten? Skipper braucht diese Zeit für sich allein, um wieder zu sich selbst zu finden. Du kannst ihn doch nicht ewig bemuttern. Skipper braucht einen ständigen Pfleger. Ich werde es nicht zulassen, dass ein Fremder sich um ihn kümmert. Ich werde das lernen, was notwendig ist. Er bekommt, was für ihn am besten ist. Und woher willst du wissen, was für ihn am besten ist? Wann hast du dich je bemüht, festzustellen, was für ihn am besten ist? Na gut, lassen wir das. Lassen wir das. Ich sollte jetzt besser gehen. Es ist gut, dass er bereit ist, sich mit dir in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das bedeutet, dass Field dir vertraut. Ja, er vertraut mir. Wir haben ihn genau da, wo wir ihn haben wollen. Er hat sich schon in mich verliebt, glaube ich. Das ist sehr gut. Verliebte Leute sind leicht zu beeinflussen. Es sollte dir nicht schwerfallen, ihn so weit zu bekommen, dass er sich von Titus löst. An dieser Sache ist überhaupt nichts leicht. Gibt es irgendetwas, was du mir verschweigst? Nein. Ich bin nur nicht sicher, ob ich das hier alles überhaupt schaffen kann. Ich war nie so stark wie du, Michael. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um an sich selbst zu zweifeln. Field ist nur der erste Schritt auf unserem Weg.
Ich weiß. Verlieren wir jetzt nicht unser Hauptziel aus den Augen, Sandy? Das werde ich auch nicht. Ich will, dass diese Leute uns aus den Händen fressen. Willst du dein Hemd gar nicht ausziehen? Nein, ich schmor nicht gerne in der Sonne. Ich habe mir für heute ein Pensum vorgenommen und stehe erst wieder auf, wenn ich auf beiden Seiten braun bin. Also kümmere dich gar nicht um mich. Ich werde mich schon beschäftigen. Das glaube ich dir gern, du Macho. Ich könnte noch was zu trinken vertragen und du? Nein, nein, danke. Dann träum schön. Ich mache einen kleinen Spaziergang. In Ordnung. Weck mich in einer Stunde, ja? Gern. Bis dann. Bis dann. Das werde ich übernehmen. Heißes Wasser und Zitrone werden hier nicht berechnet. Sam, Sam Gottes. Hallo, Yukio, mein Freund. Es ist schon eine Ewigkeit her. Sie sehen jünger aus. Jeden Morgen 3 Meilen in der Yokohama Bay sind die reine Verjüngungskur. Aber hier ist das Wasser so warm. Und voller Haie. Ich habe gesehen, dass Sie sich mit Michael Tyrone getroffen haben. Haben Sie sich bei ihm beteiligt? Wir sind Nachbarn. Und keine guten darf ich annehmen. Sonst hätten Sie doch auch investiert in sein Ferienzentrum in Truro. Ihre Schularbeiten haben Sie gemacht. Sind Sie mit drin in dem Geschäft? Nein, leider nicht. Jeder Bauunternehmer träumt davon, über eine ganze Stadt zu herrschen. Das ist es also, was er vorhat. Die ganze Stadt will er besitzen. Das habe ich jedenfalls aus unserem Gespräch entnommen. Man kann ihn immer noch aufhalten. Das hat man schon früher ohne Erfolg versucht. Was glauben Sie, warum hat sich Tyrone ausgerechnet Truro ausgesucht, um sein Imperium aufzubauen? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber er hat einen Freund hier in Nassau, den er häufig aufsucht. Ein Bankier. Wenn Sie es geschickt anfangen, wird er Ihnen vielleicht was sagen. Danke. Oh, es ist so wunderschön. Es kommt mir heute wie Weihnachten vor. Woher hast du das denn? Aus Nassau. Da sind doch Lane und Sam in ihren Flitterwochen. Ach, das habe ich nicht gewusst. Das hast du mir nicht erzählt. Aber es ist auch unwichtig. Naja, ich weiß immer ganz gern, wer mir über die Schulter guckt. Besonders, wenn es sich dabei um Sam Curtis handelt. Also, er hatte wirklich keine Ahnung, dass du da sein würdest. Und außerdem dachte ich, du hättest nichts zu verbergen. Ich bin wohl einfach nur instinktiv misstrauisch, so wie du es offensichtlich mir gegenüber bist. Entschuldige bitte, Michael. Ich habe dir gesagt, dass es sehr lange dauert, bis ich jemandem wirklich vertraue. Und kaufen kann man mich auch nicht. Das ist eine Zigarettendose. Gehörte mal einem englischen Kapitän, 17. Jahrhundert. Sie ist sehr hübsch, aber ich rauche nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass sich die Dinge zwischen uns ändern würden während meiner Abwesenheit, wäre ich nie gefahren. Es hat sich nichts geändert, Michael. Entschuldige bitte, ich möchte nicht undankbar erscheinen. Tust du auch nicht. Was ist passiert, während ich weg war? Naja, im Clarion wirst du nichts darüber lesen, das steht fest. Aber Titus legt gerade Elmo aufs Kreuz wegen Versicherungsbetrug. Er muss doch irgendwelche Beweise haben. Titus schafft sich seine eigenen Beweise. Michael, es muss doch einen Weg geben, wie du Elmo helfen kannst. Ich bin nicht sicher, ob Elmo meine Hilfe annimmt. Hat er einen guten Anwalt? Field Carlyle. Ich weiß genau, dass Field alles Menschenmögliche tun wird. Da hast du wohl recht. Hey, Kopf hoch. Jetzt kommt nämlich das Beste. Gareth? So ist's gut. Was ist das? Das ist ein Spiegel. Da-da-da-da. Oh,
Mike, es ist wunderschön. Ja, das finde ich auch. Aber an das Original reicht es nicht heran. Ich danke dir. Gern geschehen. Bist du sicher? Ich habe in seinem Hotel nachgefragt und er hat die letzte Nacht nicht dort verbracht. Ja, aber woher weißt du, dass er mit ihr zusammen war? Weil ich ihnen zu ihrem Apartment gefolgt bin. Aber du hast doch auch irgendwas von einem Interview gesagt. Was ich gesehen habe, war nicht nur eine Unterhaltung. Ich wusste, dass mich mein Instinkt nicht täuscht. Und da du das jetzt weißt, was wirst du tun? Sei nicht so ungeduldig. Brauchst du denn noch mehr Beweise? Nein. Du hast mir alle Munition, die ich brauche, geliefert. So leicht ist das nicht. Ich kann nicht einfach wieder so auf den Dampfer aufspringen. Ich habe ja nicht gesagt, dass das einfach ist, aber es muss sein. Hier. Nein, nein, ich schaffe es. Bleiben Sie ruhig da stehen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es nicht schaffst. Das müssen Sie auch gar nicht. Ich fühle, wie angespannt Sie sind. Von jedem, der hier reinkommt, geht das aus. Dann kümmere dich nicht darum, dass wir besorgt sind. Du musst dein Vertrauen wiederfinden. Dein Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen musst du wieder lernen. Du bist ein guter Reporter. Der Unfall hat daran nichts geändert. Ich habe Angst. Das ist völlig normal, dass du Angst hast. Völlig verständlich. Ich habe nicht nur Angst, mit dem Stock auf der Straße rumzutasten. Sicher nicht. Es ist die Angst, nicht zu wissen, was... Nein, ich rede von den Dingen, die einen mitten in der Nacht aufwecken. Und die einen bis zum Morgen verfolgen. Ich wache auf, zittere und schwitze vor Angst, dass ich noch mehr verloren habe als mein Augenlicht. Dass Alicia erkennt, dass sie ihr Leben an meiner Seite nur verschwendet. Skipper, ich will mir nicht anmaßen, dass ich alles weiß, was in dir vorgeht. Aber ich liebe dich. Du bist wie ein Sohn für mich. Und ich weiß auch, du wirst es schaffen, das hier zu überwinden. Ja, wenn ich den Rest meines Lebens innerhalb dieser vier Wände verbringen könnte. Hier kenne ich wirklich jeden Zentimeter. Wohl doch nicht so gut, wie ich geglaubt hatte. Skipper, ich habe die Schublade geschlossen. Warum haben Sie das getan? Entschuldige, du hast recht, ich hätte das nicht tun sollen. Ich dachte, du könntest dich daran stoßen. Sie werden wohl lernen müssen, Vertrauen zu mir zu haben. Ja. Miss Swanson? Hallo, Mrs. Carlyle. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gerade auf der Suche nach meinem Mann. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht hier finden. Er ist nicht hier. Wie kommen Sie auf die Idee, dass er hier wäre? Ach, ich habe gehört, Sie hätten eine Menge Zeit zusammen verbracht. Unter anderem berichte ich für meine Zeitschrift über den Senat. Das ist mir schon klar. Ich habe mich nur gefragt, ob Sie von Field vielleicht mehr erwarten als dann und wann ein schönes Zitat oder eine Exklusivinformation. Wir verkehren nur beruflich miteinander. Es freut mich, das zu hören. Und zwar Ihretwegen. Wissen Sie, bevor ich viel Geld auf ein Pferd setze, sehe ich mir genau an, wie es früher gelaufen ist. Worauf wollen Sie hinaus? Nur darauf, dass Field einer ganzen Menge Frauen viele Versprechungen gemacht hat. Vor ihrer Zeit. Lane Bellew zum Beispiel. Falls Sie sie noch nicht kennen, diese Geschichte sollten Sie sich erzählen lassen. Das ist gar nicht nötig. Was soll ich damit anfangen? Wissen Sie, ich sehe nun mal nicht gerne zu, wenn Leute verletzt werden. Verstehen Sie? Auch wenn es Menschen sind, denen ich nicht gerade nahestehe. Und Sie machen sich selbst etwas vor, wenn Sie glauben, dass Sie mit Field eine Zukunft haben. Ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben, aber Ihre Unterstellung weise ich zurück. Ich wollte nur nicht dabei zusehen, wie Sie eins seiner Opfer werden. Ihr Mann und ich schlafen nicht zusammen. Oh, das glaube ich Ihnen, Miss Swanson.
Aber sollten Sie vielleicht doch irgendwann auf diesen Gedanken kommen, denken Sie immer daran, dass die drei kleinen Worte »Ich liebe dich« zu den leichtesten aller Übungen für Field Carlyle gehören. Also gut, Claude, aber warum bist du hergekommen? Um ein nettes, freundliches Gesicht zu sehen. Weißt du, das da ist wirklich ein sehr gelungenes Porträt von dir. Ich find's auch schön. Hm? Und woher hast du das? Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk? Willst du was trinken? Ja, gern. Von einem Mann. Ein Geschenk von einem Mann? Von Michael Tyrone. Ah. Sieh mal an. Ihr zwei. Kommt euch ja sehr nahe. Also, Claude, genau das Gleiche hast du mir schon vor Jahren gesagt, als ich mit Tom Edwards ausgegangen bin. Weißt du das noch? Ah, ja, das ist schon lange her. Ich musste erst erwachsen werden und mich von dieser Eifersucht befreien. Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe, was du... was du an Michael Tyrone findest. Ach ja? Aber sicher. Er ist eine eindrucksvolle Erscheinung und hat einen ausgeprägten Geschäftssinn. Wenn ich daran denke... Daran denke, dass ich eine Partnerschaft mit diesem Mann hatte und dann entsteht also ein kleines Missverständnis zwischen uns. Ein Missverständnis? Ja, ein Irrtum in der Beurteilung, in meiner Beurteilung. Das ist bestimmt eine Sache, die ganz leicht wieder bereinigt werden kann. Du könntest ein gutes Wort für mich einlegen. Lutime, ich brauche dieses Geschäft. Du weißt, ich tue für dich alles, was ich kann, Claude. Oh. Ich danke dir, Schätzchen. In den ersten Jahren, nachdem ihr Constance adoptiert hattet, hast du sie behandelt wie kostbares Glas. Ja, allerdings. Und später hat er das leid getan, weißt du noch. Und darum hast du dir bei Skippers Geburt geschworen, mit ihm nicht dasselbe zu machen. Elmo, was willst du mir sagen? Ich will dir sagen, er hat sich prächtig entwickelt. Und jetzt kehrst du zu diesen alten Unarten zurück. Wieso? Das ist doch wohl einleuchtend, würde ich meinen. Die Explosion. Und sein Unfall. Das hat meine Welt auf den Kopf gestellt. You daughter, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das mit diesem Unfall tut. Aber findest du nicht, dass das nur ein Vorwand für dich ist? Du solltest das eigentlich eher als andere Menschen verstehen, Elmo. Meine Ehe mit Claude ist eine Heuchelei. Constance' Gefühle für mich sind nie sehr stark gewesen. Und ich möchte Skipper nicht verlieren. Du wirst ihn auch nicht verlieren, aber du wirst ihn teilen müssen. Alicia und er lieben sich. Aber Skipper kann jetzt nicht an so etwas denken. Das ist doch Unsinn. Ich hätte nie gedacht, dass du so eifersüchtig bist. Und ich nicht, dass du dich einfach einmischst. Hilf ihm. Hilf ihm dabei, auf seinen eigenen Füßen zu stehen und ein Leben zu leben außerhalb von diesem Flamingo Road Schutzwall. Elmo, ich danke dir für deinen Besuch. Ich weiß deine Besorgnis zu schätzen, aber ich habe jetzt sehr viel zu tun. Du wirst mich entschuldigen müssen. Gut, auf Wiedersehen, Elmo. Was ist los? Steht die Invasion bevor? Hallo, Lane. Schreib's mir, ich soll packen, dich hier treffen. Wir legen ab. Was soll das? Fliehen wir? Ja. Sam, wir haben doch noch eine Woche hier. Warum fahren wir weg? Um die Witterung von Tyrone loszuwerden. Du hast mir doch gesagt, ich hätte alles verdorben. Aber wir haben uns doch wieder vertragen. Wo wir hinfahren, können wir uns auch vertragen. Wohin fahren wir denn? 50 Meilen die Küste runter steht eine Villa. Mit Personal und ohne Touristen. Ist das vielleicht der Himmel? Weiße Sandbuchten, herrliches blaues Wasser. Und wie heißt der Ort? Alle tragen dort nur weiße Anzüge und schwarze Fliegen. Sam? Na ja, die Kapitäne hier nennen den Ort Sam Titus. Los, komm! Großartig! Wir verschwinden wirklich besser von hier. Ein Begrüßungsschluck. Auf uns! Das ist sehr lieb von dir, Sam. Ich finde, wir sollten eine Mitternachtskreuzfahrt machen. Der Golf ist warm und ruhig. Wir könnten uns beim Sternenlicht lieben.
Michael, das geht nicht. Du weißt, dass ich arbeiten muss. Und ich werde erst wieder Zeit haben, wenn Lene wieder zurück ist. Falls sie wiederkommt. Und warum sollte sie nicht zurückkommen? Naja, Ehemänner wollen ihre Frauen oft ganz für sich haben. Besonders jung verheiratete Männer. Ist das so? Ja. Moment. Was ist? Lass mich doch mal sehen. Was ist denn bloß los? Es stimmt irgendwas nicht ganz mit deinen Augen. Ach, Mike. Also Claude Wellen hat es sehr schön gefunden. Ach ja? Claude ist hier gewesen. Heute Nachmittag. Michael, was hast du nur gegen ihn? Ich kann nicht. Ich muss doch hier arbeiten. Sandy, bitte übernimm du für mich. Claude Verne hat versucht, mich zu betrügen. Ja, das mag ja sein, aber sicher hat er dafür einen triftigen Grund gehabt. Lutie May, ich bin doch sehr überrascht, dass du so etwas sagst. Deine Frau, die so ehrlich ist wie du. Ich habe Claude immer nur gekannt als einen guten und verlässlichen Freund. Was hat er für dich getan? Du bist noch immer hier in der River Street, während er da oben sitzt in der Flamingo Road. Unsere Freundschaft besteht schon sehr lange. Und Claude hat mir einmal sehr viel bedeutet. Ist er dir denn immer noch so wichtig? Michael, habe ich dich schon mal um etwas gebeten? Nein. Bitte gib Claude noch eine Chance. Einer Frau wie dir kann man schwer Nein sagen. Ich werde morgen früh nach Truro fahren. Ich wollte nicht die letzte Nacht mit dir versäumen. Oh. Dich erwartet eine schöne Begrüßung zu Hause. Ach ja? Was meinst du damit? Ich dachte, es würde nichts machen, wenn Constance das mit uns herausfindet. Ist ja auch so. Ihr macht es etwas aus. Die eifersüchtige Ehefrau hatte heute ihren Auftritt. Eifersüchtig? Also, das sehe ich anders. Constance ist keine schlechte Schauspielerin. Sie ist alles andere als freundlich gewesen. Ich würde gern wissen, wie sie es herausgekriegt hat. Das spielt doch keine Rolle mehr. Sie weiß es. Ich finde, wir sollten lieber damit aufhören. Was? Sandy, ich verstehe nicht... Du hast gesagt, es würde nichts passieren. Und es ist doch was passiert. Und das wird weitergehen. Constance ist nicht der Typ, der aufgibt. Sie hat nicht den geringsten Grund. Nicht mit Julio unter ihrer Bettdecke. Julio Sanchez? Das ändert die Situation nicht. Und trotzdem ist sie hierher gekommen. Field. Field. Auf, solange es noch geht. Du weißt nicht, in was du da hineingerätst. Mag schon sein. Aber ich kann es kaum erwarten, das rauszufinden. Ja, gut so. Oh. Du musst sanft zu ihm sein, wie zu einem Geliebten, so wie du zu Field bist. Von jetzt an dürfte das etwas schwieriger sein. Constance hat mir gestern einen kleinen Besuch abgestattet. Oh, das hatte ich erwartet. Ich hätte liebend gern ihr Gesicht gesehen, als du ihr gesagt hast, dass du mit ihrem Mann was hast. Ich hab's ihr nicht gesagt. Was soll denn das heißen? Sie stand plötzlich vor der Tür. Ich war nicht darauf vorbereitet. Du brauchtest doch nicht vorbereitet zu sein. So war es doch geplant. Wie lange soll ich denn dieses Versteckspiel noch durchhalten? Nur noch eine Weile.
Wir wollen doch nicht alles verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Die Grundmauern von Truro beginnen zu bröckeln. Und wir lassen nicht zu, dass jemand wie Constance Carlyle uns alles verdirbt, nicht, mein Freund? Weißt du, du hättest nicht so viele Nachrichten bei mir hinterlassen sollen. Man könnte langsam Verdacht schöpfen. Du hättest mich gleich zurückrufen können. Ich habe in der letzten Zeit schrecklich viel um die Ohren gehabt. Bitte, treib keine Spielchen mit mir, Constance. Schatz, ich treib keine Spielchen mit dir, aber es geht dabei schließlich für mich um mein ganzes Leben. Und um deins auch. Alles hat sich so sehr verändert. Du kannst ihn jetzt verlassen. Tu es doch. So einfach ist das nicht. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Vielleicht habe ich nur Angst, den ersten Schritt zu tun. Ach, hör auf. Du bist keine Frau, die Angst hat. Verlass ihn, Constance. Bevor er dich verlässt. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Wenn ich meine Schlussabrechnung mache, will ich dabei nur diejenige sein, die den Gewinn einstreicht. Machen Sie sich nicht verrückt, Claude. Wenn was dazwischen gekommen wäre, hätte Lutimer uns schon Bescheid gegeben. Wäre es nicht besser, wenn Sie vielleicht nicht dabei wären? Herein. Guten Tag, meine Herren. Willkommen in Truro. Ich war gerade im Begriff zu gehen. Es wird nicht lange dauern. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke sehr. Ich hatte ein langes Gespräch mit Lutimer. Nehmen Sie doch mal Nachhilfeunterricht bei ihr, Claude. In Aufrichtigkeit. Sie hat mir alles über ihre Unterhaltung erzählt. Er wäre auch noch persönlich zu Ihnen gekommen. Ich verzichte auf Entschuldigungen. Lutimer ist davon überzeugt, dass Sie sich gebessert haben, Claude. Ist das wahr? Falls das so ist, bin ich bereit, die Vergangenheit zu streichen. Einfach so, ja? Das wäre sehr großzügig von Ihnen. Aber eine Hand wäscht bekanntlich immer die andere. Wie komisch. Aber so soll es sein, Claude. Ich könnte den Namen Weldon immer noch gebrauchen, um die Handelskammer zu besänftigen. Aber ich erwarte diesmal, dass Sie zu Ihrem Wort stehen. Aber natürlich. Es gibt in dieser Stadt einen Haufen Geld zu verdienen. Natürlich bin ich nicht so habgierig wie andere. Ich weiß Ihr neuerliches Vertrauen zu schätzen und kann Ihnen nur voller Freude versichern, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. Ich werde daran denken, dass Claude Weldon das gesagt hat. Gentlemen. Sie können ja reden wie ein Gott. Ich traue ihm keinen Millimeter über den Weg. Na, wenigstens ist bei uns erstmal wieder alles im Lot. Und wenn sich die Wellen gelegt haben, werden wir den Kurs bestimmen. Und dann wird die ganze See vor uns liegen. Skipper. Morgen, Mutter. Ach, es ist so ein herrlicher Tag. Viel zu schön, um hier im Haus zu sitzen. Unten auf der Veranda kann man die Magnolien riechen. Komm doch mit nach unten. Gut. Ja, gern. Du wirst jetzt lernen müssen, den Stock zu benutzen. Meine Hand wird nicht immer da sein. So ist es gut. Gut so, Skipper. Ja, gut. Richte dich nach meiner Stimme.
Ma? Skipper, also das Geländer ist gleich hier. Gut so? Und hab keine Angst, ich pass auf dich auf. Ach, der Stock und die Stufen, das ist zu viel auf einmal. Es gibt Leute, die meinen, es sei noch zu wenig. Das überrascht mich aber, dass du dieser Meinung bist. Skipper, was ich getan habe ich getan, weil ich dachte, dass es richtig für dich wäre. Das weiß ich doch. Und was du jetzt wirklich brauchst, ist wahrscheinlich ganz was anderes. Es ist noch zu früh. Ich bin noch nicht so weit. Ach, Skipper, das könnte ich ja gesagt haben. Nein, das ist von mir. Von mir. Ich kann nicht. Ich hab Angst. Ach, Skipper. Ach, Skipper. Constance! Hallo, Michael! Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Zu lange. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben in Tallahassee. Woher wissen Sie denn, dass ich in Tallahassee war? Sind Sie vielleicht ein Hellseher, Michael? Ja, sowas Ähnliches. Heißt das, dass Sie sich auch über jeden Schritt informieren, den viel tut? Natürlich. Ich überlasse nichts dem Zufall. Dann müssen Sie auch wissen, dass er eine Geliebte hat. Sandy Swanson. Ich habe sie auf Field angesetzt. Finden Sie die Sache etwa witzig? Der größte Witz an der Sache ist, dass er sich in sie verliebt hat. Sie und ich sind vom gleichen Schlag, Constance. Ich kann Ihnen alles bieten, was Sie wollen. Michael! Bis du festgestellt hast, was du willst, werde ich warten. Eine Begrüßung? Constance, warum musst du eigentlich immer deine Spielchen treiben? Ich weiß nicht, was für Spielchen du meinst. Du hattest keinen Grund, mit Sandy zu reden. Was wolltest du denn damit beweisen? Ich war nur neugierig. Ich wollte bloß gern wissen, wo du deine Nächte verbringst. Tja, und jetzt weißt du's. Ich bin deine Frau. Du bist nur auf dem Papier meine Frau. Wir haben eine Vereinbarung. Hast du das vergessen? Vielleicht habe ich damit einen kleinen Fehler gemacht. Mhm. Dein erster Fehler war, deinen Geliebten loszuschicken, um mir nachzuspionieren. Ich weiß wirklich nicht, was du damit sagen willst. Das weißt du genau. Du kannst jetzt die Hunde zurückpfeifen, Constance. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich dich nicht verlassen werde. Vielleicht habe ich das nur noch mal hören wollen. Oh, das hat also hinter all dem gesteckt. Oder geht dir vielleicht die Tatsache an die Nieren, dass wir beide jetzt quitt sind? Triff dich ruhig weiter mit deiner kleinen Freundin. Ich werde dich nicht davon abhalten. Das weiß ich. Was sollte ich schon dagegen haben? Wie werde ich denn sonst all das erreichen, was ich will? Naja, wenn es dir weiterhilft, dann träum ruhig weiter, Constance.